Ja, herzlich willkommen unter den Pappeln, wo so oft ein rauer Wind bläst. Das war auch im November so, als Rapid hier gegen 9 Mattersburger erst in der Nachspielzeit der Ausgleich gelang. Und so wartet der SV Mattersburg seit 5 Spielen auf einen Sieg gegen Rapid. Auch heute sind die Voraussetzungen alles andere als optimal für die Burgenländer, denn es fehlen die beiden gesperrten Innenverteidiger Malic und Grapper. Die beiden Teams auf dem Weg raus aufs Grün, unter Anführungszeichen, hier im Pappelstadion. Die Positionen von Malic und Grapper in der Innenverteidigung übernehmen heute Ilsanker und Pöllhuber, dessen Platz links in der Viererkette bekommt wiederum Schmidt, neu im Team, auch Seidel zentral im Mittelfeld, Ilcan Amoski als hängende Sturmspitze und ganz vorne Patrick Bürger. Während Spuller und Woltner auf der Bank sitzen, fehlt Doleschal den Mattersburgern heute wegen einer Hüftverletzung. Interessant, wie sich da das Rollenspiel zwischen Ilcan Amoski und Patrick Bürger abspielen wird. Namoski offiziell soll er aus dem Mittelfeld kommen. Patrick Bürger, die einzige echte Sturmspitze bei den Burgenländern. Bernhard Brugger ist der routinierteste aller Bundesliga-Schiedsrichter und somit auch der richtige Mann für die heutige Partie zwischen Mattersburg und Rapid. Er muss ja mit Jahresende seine aktive Karriere beenden wegen der Altersregelung. Brugger wird im Dezember 45 Jahre alt. Im Vergleich zur 0:2 Niederlage in Innsbruck bringt also Franz Lederer 5 neue Akteure in sein Team. Und Rapid im Gegensatz dazu unverändert im Vergleich zum 2:0 Heimsieg gegen Kapfenberg am vergangenen Samstag. Peter Backhult heute übrigens zum 175. Mal in der Bundesliga als Trainer auf der Betreuerbank, zum 160. Mal als Rapid-Trainer. 15 Mal hat er den FC Kärnten betreut, mit dem er ja 2004 abgestiegen ist. Schwarz, rot, rot. Rot, schwarz. Sehr rot, schwarz. Wir bleiben da. Bleibt hier. Gutes Spiel. Gutes Spiel. Gutes Spiel. Alles Gute. Gutes Spiel. Alles Gute. Alles Gute. Ja, auch wir wünschen alles Gute. Michael Mörz hat zumindest einmal die Platzwahl für die Burgenländer gewonnen. Rapid also im 4-4-2-System mit Nuhiu und Gartler als Sturmspitzen und mit Steffen Hofmann rechts im Mittelfeld. Der Kapitän darf also wieder von Anfang an mitmachen. Drazan und Prokopitz sitzen nur auf der Bank, die ja zuletzt gesperrt waren gegen Kapfenberg. Genauso übrigens nur auf der Bank Christopher Trimmel, der Torschütze zum 2:0 gegen Kapfenberg, und Hamdi Salih, aber der hat ja auf der Ersatzbank schon einen Stammplatz. So, bei den Rapid-Fans funkeln leider nicht nur die Augen. Rapid ganz in Rot, wollte ich schon sagen, in roten Trikots und blauen Hosen. In Hälfte 1 von links nach rechts. Los geht's. Eines haben ja Mattersburg und Rapid gemeinsam. Beide holten 4 Punkte aus den ersten 3 Spielen im neuen Jahr. Die Rapid-Viererkette im Frühjahr immer dieselbe mit Kajan, Sonnleitner, Summa und Katza. Ballspiel von Pelivan, da hat er ganz deutlich geschoben. Kurz am Trikot und Handschuhe. Interessante Kombination bei Yasin Pelivan. Aber es heißt ja, aufpassen, vor allem auf die Hände. Marco Schmidt, der hat sich im Herbst verletzt, am 30. Oktober war es, bei der 0:1 Heimniederlage gegen Kapfenberg, schon in der Anfangsphase, musste dann nach 8 Minuten raus. Seither hat er keine Minute gespielt für den SV Mattersburg in der Bundesliga.
Nils Anker hartes Duell mit Nuhiu. Sie sehen es ganz deutlich, die Spieler haben ihre Probleme auf diesem sehr harten Rasen hier im Pappelstadion. Gartl attackiert von Falkasch, der heute rechts im Mittelfeld spielt, auf der Position, die zuletzt Ronny Spuler inne hatte. Namoski auf Schmidt. Eckinen auf Gartla. Ilsanka verschätzt sich da etwas. Und es gibt den ersten Eckball im Spiel. Und gibt doch Abstoß. René Gartler nicht ganz einverstanden mit dieser Entscheidung. Merz auf Bürger. Vor allem das Abbremsen, das Starten beim Sprinten, das fällt den Spielern sehr schwer. Und die Richtungswechsel natürlich insbesondere. Hofmann gegen Mörz, die beiden Kapitäne. Namoski versucht den Ball gleich einmal zu streicheln. Jetzt wird es schon langsam eng und jetzt muss er den Ball nur irgendwie wegschlagen. Aber Kavlak hat ihn nicht unter Kontrolle gebracht. Im Gegensatz zu Ilcan Namoski. Jemand Namoski noch und dann läuft er ins Onleitner hinein. Bernhard Brucker spielt auch kurz mit und leitet damit diesen Rapid-Konter ein. Pelivan auf Gartler. Gartler vorbei an Ilsanker und da ist Thomas Borenic. Das war der erste Torschuss im Spiel, abgegeben nach knapp 4 Minuten von René Gartler. Hofmann. Wieder Gartler. Bleibt an Pöllhuber hängen. Einige reklamieren da Elfmeter. Das war aber nie und nimmer einer. Auf Kavlak. Höller kommt da in Straucheln. Wieder Katzer rein in den Strafraum und da ist Thomas Borenic nach diesem Fersler von René Gartler. Zweiter gefährlicher Angriff der Rapidler. Jetzt der Konter der Mattersburger über Seidel. Kajan schlägt da ein Luftloch, aber Michael Mörz. Dass er das Tor nicht trifft, das ist kein Zufall. Sein letzter Treffer in der Bundesliga ist ewig her, hat am 12. Dezember 2009 gegen Kapfenberg zuletzt ein Tor erzielt. Er nimmt das Geschenk von Danju Kajan nicht an und so ein Fehler darf Kajan natürlich auch auf diesem Untergrund nicht passieren. Seidel hält den Ball im Spiel und auch in den Mattersburger rein. Namoski gegen Pelivan. Mit der Flanke, die wird abgeblockt von Markus Katzer und jetzt gibt es den ersten Eckball
im Spiel für die Heimmannschaft, für den SV Mattersburg. Seidel. Und da ist Marco Schmidt mit seinem schwächeren, mit dem rechten Fuß. Zeigt an, es müsste einen weiteren Eckball geben. Noch einmal die Chance der Rapidler. Der gute Angriff über die linke Seite. Kavlak auf Katzer. Und dann will der Gartler mit der Ferse weiterleiten. Deshalb können die Mattersburger dann die Situation klären in Person von Alexander Pöllhuber. Fall von Pöllhuber an Nuhi. Durch Steffen Hofmann. Alles Höller hat aufgepasst und jetzt gibt es auch den ersten Eckball für Rapid. Eckball Willi Kavlak. Schlecht geschossen. Aber Rapid bleibt im Ballbesitz. Bürger, der ist jetzt aber ganz auf sich allein gestellt. Setzt sich zunächst einmal gegen Pelivan durch und dann wieder das Duell Mörz gegen Kaya. Schmidt. Und Steffen Hofmann spielt da defensiv Qualitäten aus. Gartler, eine leichte Berührung da von Alexander Pöllhuber. Sofort der Pfiff von Schiedsrichter Brugger. Laufduell Gartler gegen Pöllhuber, das entscheidet der lange Mattersburger für sich, der heute sein 99. Bundesligaspiel bestreitet. Ramoski gegen Pelivan. Summa gegen Bürger, Fall von Summa. Deshalb auch das Handspiel, das mögliche von Bürger, nicht geahndet. Seidel, der geht rein in den Strafraum, das macht er nicht und das wäre vielleicht die bessere Option gewesen, als hier gleich abzuziehen. Wilgit war ja ganz sicher. Pöllhuber Kopfball genau auf Pelivan, Kavlak. Willi Kavlak zieht nach innen, wie so oft, der Schuss von Höller geblockt, Hofmann. Da rechts wäre jetzt eher als Anspielstation vonnöten. Kaya. Hekinen. Wieder harter Zweikampf. Pöllhuber gegen Gartler. Natürlich wollte der Gartler den Freistoß rausholen. Pelivan zuletzt am Ball. Einwurf für die Burgenländer.
Emil Sanka mit dem leichten Fehler. Das war nie und nimmer ein zielgerichtetes Rückspiel, deshalb durfte Thomas Poranitsch da den Ball aufnehmen. Namoski. Rechts geht Farkas, etwas ungenau gespielt. Sie sehen es ganz deutlich in diesen ersten knapp 12 Minuten. Es ist alles andere als einfach, auf diesem harten Untergrund Fußball zu spielen. Vielleicht ist das ein kleiner Vorteil für den SV Mattersburg, denn Rapid muss hier das Spiel machen. Rapid braucht hier unbedingt 3 Punkte. Farkas bringt den Ball erneut zur Mitte. Naja, schneller Auswurf auf Hofmann. Das Rezept auf diesem Untergrund muss auch sein, einfach spielen. Vielleicht auch das Mittelfeld schnell überbrücken. Pelivan auf Kavlak. Kavlak natürlich wieder nach innen. Darauf ist Höller eingestellt und jetzt gibt es den Freistoß für Rapid. Für Schiedsrichter Brugger war das ein Foul von Höller an Kavlak. Da hat er recht und er hat auch recht damit, dass das Foul ganz knapp außerhalb des Strafraums passiert. Aber eine ganz enge Entscheidung war das. Tolle Freistoßmöglichkeit. Jetzt für Rapid, Steffen Hofmann. Nicht schlecht angetragen, dieser Freistoß von Steffen Hofmann. Zweiter Eckball für Rapid. Hofmann auf Kaya. Und Atenohio mit der Möglichkeit, nachdem zuvor Markus Katzer das Kopfballduell gewinnt, war Thomas Poranitsch ganz sicher und den Ball, den muss er auch halten, denn der Kopfball fällt zu schwach aus. Ekenen. Auf Kavlak. Patrick Farkas. Läuft da kurz Markus Häkkinen davon, aber dann das Missverständnis mit Patrick Bürger. Rapid in der ersten Viertelstunde mehr im Ballbesitz, auch mit ein, zwei sehr gefährlichen Aktionen. Rapid versucht hier das Tempo zu bestimmen in diesem Spiel, das auf, ich sag's noch einmal, sehr schwierigen Platzverhältnissen stattfindet. Etwas aus der Not heraus, dieser Wechselpass von Hofmann auf Kavlak. Hofmann versucht jetzt einmal nach innen zu ziehen.
Kein Handspiel von Gartler, mein Schiedsrichter Brugger. Da war der Arm weit ausgefahren. Noch das Handspiel von Ivan Parlov hat Schiedsrichter Brugger da nicht geahndet. Moski im Clinch mit unserem Mikrofon. Es gibt den Einwurf für Mattersbeck. Bürger gegen Kaya, Pelivan. Foul an Ilja Namoski, Freistoß für die Mattersburger. Hohe Bälle rein in den Strafraum. Könnten heute das Rezept sein. Und das gilt für beide Mannschaften, um zum Erfolg zu kommen. Namoski wollte da den Freistoß schnell abspielen. Das unterbindet Schiedsrichter Brugger. So, wieder einmal Ilja Namoski im Clinch mit einem Schiedsrichter. Da wirft er gleich einmal die Handschuhe weg. Aber diese Chorele können sich die Rapid-Fans auch ersparen. Also Namoski hoch rein in den Strafraum und dann Paya vor Schmidt. Kajan versucht jetzt endlich einmal in diesen Raum vorzudringen, den ihm Steffen Hofmann aufmacht, wenn er nach innen sieht. Also nur Ballkontrolle auszuüben, wird für Rapid auf Sicht zu wenig sein, um hier zu gewinnen. Mattersburg gegen Rapid, der Auftakt der 23. Runde in der Tipp 3 Bundesliga. Die morgigen vier Spiele, die sehen Sie live nur bei uns, bei Sky. Entweder in der Konferenz auf Sky Sport Austria oder alle Spiele einzeln. Wie Sie es gewohnt sind eben. Gartler gegen Ilsanker. Trifft dann den Ball nicht richtig. Nohio gegen Pölluma. Abseitsstellung von Nohio, deshalb die Partie unterbrochen. Das war kein Foul von Alexander Pölluma. Das war übrigens die erste Abseitsstellung im Spiel bisher. Und die Entscheidung ist richtig.
der anderen Seite jetzt auch Abseitsstellung von Patrick Bürger und Ilchon Amoski bekommt die gelbe Karte. Nach einem Disput mit Yasin Pelivan, oder war da sogar mehr? Gegen Zuma was? Ja, oh, da fährt er den Ellbogen aus. Also das ist nah dran an der Tätlichkeit. Wenn es Schiedsrichter Brucker so gesehen hätte wie wir hier, dann muss er eigentlich rot sehen. Der Ball ist ganz woanders und das war ein Ellbogenstoß ins Gesicht des Rapid-Abwehrchefs. Ilchan Amoski hat Glück, dass er hier nicht rot sieht. Drei Spiele Sperre hat er eben abgesessen, weil er angeblich die Hand im Gesicht des Wiener Neustädter Platzwart hatte, um es sehr höflich zu formulieren. Aber wie für viele Menschen in Österreich gilt ja derzeit die Unschuldsvermutung auch für Ilchan Amoski. Zumindest was das Strafrecht betrifft. Denn für die Bundesliga ist die Geschichte nach der Drei-Spiele-Sperre ja vorbei und beendet und abgehakt. Also Schiedsrichter Brucker hat die Aktion von Namoski offensichtlich nur als Foul interpretiert und nicht als Tätlichkeit. Ich bin der Meinung, es war eine Tätlichkeit. Foul von Pöllhuber an Kayan und auch der bekommt jetzt gelb. Und für Alexander Pöllhuber ist das eine gelbe Karte mit Folgen. Es ist seine fünfte in dieser Saison. Er fehlt dem SV Mattersburg dann am Samstag bei seinem Ex-Club bei Red Bull Salzburg. Hier gelb zu zücken, richtig und auch angemessen. Schuss Hofmann und erneut Thomas Porenic nach diesem Kopfball. Von Nuhiu. Und hier wird er eher von seinen eigenen Mitspielern als von den Mattersburger Verteidigern behindert. Hofmann auf Kayan Zungena. Aber endlich einmal versucht jetzt Danju Kayan da rechts auch mitzugehen, Druck zu machen. Den Platz auszunützen, den er da hat. Bürger, sehr hart das Duell mit Sonnleitner. Hier verlängert auf Hofmann. Ja, solche Haken zu machen ist problematisch auf diesem Untergrund. Und was macht Schiedsrichter Brucker jetzt? Sehr harter, überharter Einstieg.
von Markus Schmidt. Brugger hat die gelbe Karte in der Hand. Nur die gelbe Karte. Also Mertz verliert zunächst den Ball an Kaihan und dann kommt Markus Schmidt mit gestrecktem Bein gegen Tanju Kaihan. Zum Glück trifft er den Rapid-Außenverteidiger nicht richtig, aber da kann man auch rot zeigen, zum zweiten Mal. Dann muss man vielleicht auch rot zeigen. Auch Nuhio hat die gelbe Karte gesehen wegen Kritik. Schön langsam, aber sicher würde es mich wundern, könnten die Mattersburger dieses Spiel zu 11 beenden. Das wäre dann der 50. Platzverweis eines Mattersburgers in der Bundesliga-Geschichte dieses Clubs. Die Duelle Mattersburg gegen Rapid, immer heiße Spiele, 17 Platzverweise. Das sind 30 Bundesligaspielen zwischen Grün-Weiß und Grün-Weiß schon gegeben. 9-mal flog ein Burgenländer vom Platz, 8-mal ein Rapidler. Im bislang letzten Spiel im November hier im Pappelstadion gab es ja 2-mal Gelb-Rot für Bürgern Pöllhuber. Hertz gegen Sonnleitner. Billiwan. Abseits von Bürger. Das war eine ganz enge Entscheidung. Isaka an Nuhio. Die Rapidstürmer werden da immer angespielt, wenn sie mit dem Rücken zum Tor stehen. Gut 25, 30 Meter vom Kasten von Thomas Boranic entfernt. Und immer wieder machen die Mattersburger Verteidiger den Rapidstürmern den Gefallen, dass sie einen Foul begehen. Nuhio. Diesmal das Foul von Alois Höll, aber diesmal war Nuhio zumindest Richtung Strafraum unterwegs. Halbe Stunde vorbei, in wenigen Sekunden Rapid überlegen. Rapid ganz klar torgefährlich als der SV Mattersburg. Die Burgenländer wehren sich. Auch ziemlich hart gehen sie an den Mann. Das haben wir in einigen Situationen jetzt schon gesehen. Freistoß Hofmann. Bürger vor Boranic. Also in der ersten halben Stunde der SVM zweimal gefährlich. Mertz liest da diese tolle Möglichkeit aus. Nachdem Kaihan das Luftloch geschlagen hatte, einmal Seidel aus aussichtsreicher Position, Rapid fünfmal gefährlich und da waren immer die Stürmer am Werk. Dreimal Gartler und zweimal Nuhio jeweils per Kopf. Seidel, Farkas.
gegen Katzer und gegen Pelivan. Patrick Farkas macht euch stark und holt einen Eckball raus, den zweiten für den SV Mattersburg. Janowski, da war sie, die tolle Chance für den SV Mattersburg in Führung zu gehen. Eckball Farkas, dann Bürger per Kopf und Ilcan Amoski. Kommt da hinter dem Rücken von Yasin Pelivan an den Ball und erwischt ihn nicht richtig. Den Ball muss er drücken. Erwischt ihn eher mit der hohen Stirne und deshalb geht er drüber. Aber das war die beste Chance im Spiel für die Heimmannschaft, die ja bisher erst ein Heimspiel in dieser Saison gewinnen konnte. Das allerdings gegen den Meister, gegen Salzburg. Abseitsstellung von Noreni Gattler. Ja, auch diese Anzeige von Christopher Jäger ist richtig. Bürger gegen Sonnleitner. Schlechter Pass. Seidel. Ja, jetzt aber die Rapid-Hintermannschaft längst formiert. Frage von Mörz. Abgeblockt von Kejan und Pelivan war auch dabei. Und es gibt den dritten Eckball für den SV Mattersburg. Einer Moski sowieso der Liebling der Rapid-Fans und nach diesem Ellbogen-Check gegen Suma gibt es jedes Mal ein Pfeifkonzert, wenn er am Ball ist. Also das vorrangige Ziel des SV Mattersburg ist, und das ist deutlich zu erkennen, dieses 0:0 möglichst lange zu halten. Hofmann, kein schlechter Pass auf René Gattler. Etwas zu steil gespielt. Bürger vor Suma. Hekinen. Markus Häkkinen, ja ein exzellenter Eisläufer, vielleicht ein kleiner Vorteil auf diesem Untergrund heute. Kavlak.
Jetzt hat er die Chance einmal umzuschießen, macht es nicht, Hofmann. Und da ist der Kopfball von René Gattler und die tolle Reaktion von Thomas Borenic. Kablak wartet lange, dann kommt der Pass auf Hofmann. Der beweist Standfestigkeit, kein Abseits von Gattler. Wenn man so frei zum Kopfball kommt, 6 Meter vor dem gegnerischen Tor, dann könnte auch mehr rausschauen. Borenic hat gut gehalten, aber musste sich nicht allzu sehr strecken. Also diese Kopfbälle auf das Tor von Borenic kommen immer recht genau auf den Mattersburger Goalie. Aus Mattersburg durch Seidel. Das Laufduell zwischen Ilsanka und Gattler. Geschickt gemacht von Stefan Ilsanka. Mit einem leichten Schubser hat er sich da einen Vorteil verschafft. Okay. Weggeräumt von Höller und es gibt den Freistoß. Schiedsrichter Bernhard Brugger hat schon wieder gelb in der Hand. Und Alois Höller sieht zum 7. Mal in dieser Saison gelb. Gattler läuft da auch sehr geschickt in Höller hinein. Kann man pfeifen, kann man aber auch anders auslegen. Für mich hat das Gattler sehr geschickt gemacht. Wenn manche jetzt noch den letzten Mann ausgraben und rot für Höller sehen möchten, also beim besten Fall gelb ist in Ordnung. Freistoß, Steffen Hofmann wieder in die Mauer. Mit viel Platz, läuft 40, 50 Meter mit dem Ball, Schmidt. Und trotzdem der Gegenangriff der Mattersburger etwas zu langsam vorgetragen, deshalb die Rapid-Hintermannschaft längst wieder formiert. Guter Ball jetzt von Barlow und Kajan vormärz. Der Kroate Ivan Parlov, die einzige Neuerwerbung des SV Mattersburg in der Winterpause, macht einen guten Eindruck in diesen ersten Spielen der Frühjahrssaison. Spielt unauffällig, aber sehr wertvoll für die Mattersburger zentraldefensiv im Mittelfeld. Vierter Eckball Mattersburg zum Vergleich. Bisher gab es 2 Corner für Rapid und zum Gaudium der Rapid-Fans setzt es hier Ilcan Amoski auf den Hosenboden. Ja.
Kajan, gefault von Namowski. Das Spiel gekennzeichnet von vielen Fouls, von etlichen Zweikämpfen. Aber es gibt auch Fouls, die einfach unabsichtlich passieren auf diesem glitschigen Untergrund. Das war jetzt eines von dieser Sorte. Also Ilja Namowski muss behandelt werden. Und wir schauen uns noch einmal die Situation Höller gegen Gartler an. Also Foul von mir aus, gelb. Auch okay. Aber das war's dann auch. Ilja Namowski humpelt da ein wenig. Er kann froh sein, dass er überhaupt noch mitmachen darf. Nuhiu, gut gegen Ilsanka. Billiwan. Kavlak gegen Höller. Da kommt Höller wieder zu spät. Und der letzte Pass, der kommt ganz selten an bei den Rapidlern. Wenn sie gefährlich waren in dieser ersten Spielhälfte, dann meist nach Standardsituationen ein-, zweimal über die linke Seite, vor allem über Willi Kavlak. Beste Möglichkeit war dieser Kopfball von Gartler nach einer Hofmann-Flanke. Das war auch aus dem Spiel heraus. So, Ilja Namowski ist wieder da, legt sich den Ball aber zu weit vor. Verliert ihn deshalb an Hofmann. Wieder eines dieser Fouls, Ilsanka gegen Gartler. Da gehen sie etwas zu ungestüm ans Werk, die Verteidiger der Burgenländer. Höller war da nicht mehr dran nach diesem Pass von Gartler, deshalb gibt es Abstoß. Ilja Namowski humpelt nach wie vor. Bin mir nicht sicher, ob der dann nach der Pause wiederkommt. Den Ball hat Ilja Namowski, dann ist von dieser Verletzung nichts zu sehen. Seidel gegen Pelivan. Höller. Eine Minute Nachspielzeit gibt's. Namowski. Gerade noch konnte da Zuma eingreifen, wenn auch mit unlauteren Mitteln, aber wenn der Ball von Namowski durchgegangen wäre, dieser Ball in die Tiefe, dann wäre es wirklich gefährlich geworden für Rapid. So gibt's noch vor der Pause eine gute Freistoßmöglichkeit für die Burgenländer. Und sie hier das Foul von Zuma an Seidel und Fakas hätte da auf diesen Ball von Namowski gespitzt. So, letzte Aktion wohl vor der Pause, dieser Freistoß für den SV Mattersburg. Die Mauer steht da sehr nahe, reklamieren die Spieler des SV Mattersburg. Bürgers Schuss abgefälscht von der Mauer und jetzt gibt es auch noch einen Eckball für die Mattersburger.
und die intelligentesten aller Rapid-Fans stimmen wieder ihr Lied an. Eckball Seidel. Pellhuber wollte da mit der Ferse verlängern, das ist gründlich schiefgegangen. Die erste Spielhälfte ist vorbei. SV Mattersburg gegen Rapid steht 0:0. Wir haben einige interessante Szenen gesehen auf beiden Seiten. Die beste Chance für Rapid, dieser Kopfball von René Gartler, eingeleitet die Aktion von Kavlak, dann die Flanke von Hofmann. Dann kommt hier Gartler ganz frei zum Kopfball, da muss er einfach mehr draus machen. Aber auch der SV Mattersburg hatte die eine oder andere sehr gute Möglichkeit. Was bespricht Franz Ledra da mit dem Schiedsrichter, mit Bernhard Brucker? Ich denke, der Mattersburg-Trainer kann sich nicht beschweren. Er hat Glück, dass seine Truppe noch zu 11 die zweite Hälfte in Angriff nehmen darf. Denn Namoski hätte rot sehen müssen, Schmidt hätte rot sehen können. Eines ist klar, dieser glitschige Untergrund, diese sehr schwierigen Platzverhältnisse hier in Mattersburg, mit Sicherheit ein Nachteil für Rapid. Denn Rapid ist hierher gekommen, um das Spiel zu machen, um hier zu agieren. Rapid hat mehr Torschüsse abgegeben, hat mehr Zweikämpfe gewonnen und war natürlich deutlich mehr im Ballbesitz. Aber der SV Mattersburg wäre mit dem 0:0 natürlich zufrieden. Rapid keinesfalls mit einem Punkt. Hans Krankl jetzt gleich bei Jörg Kühne und mich würde interessieren, ob der Goleador die Platzverhältnisse hier im Pappelstadion vielleicht sogar als irregulär bezeichnen würde. Ilja Namoski ist wieder da und das äußert sich, wie eben gerade gesehen, der Ellbogencheck gegen Ranvald Suma, der Norweger, danach ganz cool. Ilja Namoski natürlich ein Unschuldslamm. Wie so oft, Franz Leder hat gemeint, er kann uns sicher helfen. So wohl nicht. Das einer der Aufreger in den ersten 45 Minuten, Hans Krankl, bei Mattersburg gegen Rapid. Wie schön ist das, Ilja Namoski wieder zuschauen zu dürfen? Ja, das, er ist ganz ein guter Fußballer, aber das, was man gesehen hat, war wieder nicht in Ordnung. Der Vollständigkeit halber, ich stelle die Frage einfach, gelb oder rot? Der Schiedsrichter hat gelb gezeigt. Hier kann man auch, da gehe ich konform mit dem Herrn Druckeschütz, hier könnte man auch rot zeigen. Ich glaube, wenn der Brucker das gesehen hätte, richtig, dann hätte er wahrscheinlich rot gezeigt. Und der Herr Druckeschütz, der hat uns auch eine Frage herunter vermittelt, ein Wort zu den Verhältnissen. Wir haben einige Rutschpartien gesehen, die Verhältnisse irre oder regulär? Er war wieder ein bisschen frech, aber die Verhältnisse sind irre, aber nicht irregulär. Sie sind an der Grenze. Spaß beiseite, der Platz ist heute sehr, sehr schwer bespielbar. Aber es ist noch an der Grenze, man kann spielen, aber man sieht, wir haben festgestellt, dass die Spieler verschiedene Schuhe anhaben. Was da am besten ist, das müssen die Spieler selbst entscheiden. Manche spielen mit den berühmten Tausendfüßler, wo man spielt auf Kunstrasen. Manche spielen mit Gummler, mit den Gumminoppen und manche spielen mit den harten Stoppeln. Also ist heute sehr, sehr schwer, sich für etwas zu entscheiden. Aber man sieht, es rutschen eigentlich alle. Hans, Sie wissen, manchmal sind wir alle frech. Wie frech ist es bei Rapid nach vorn gegangen in Richtung Mattersburg-Tor? Wir haben ein paar Szenen herausgesucht, auch gefunden. Fünfte Minute erstmals die Sturmreihe bei Rapid im Vorwärtsgang. Kavlak erkämpft hier den Ball, dann geht es über Katzer zu René Gartler. Was wollte er? Hat er hinten Augen? Hat er den Abschluss gesucht oder wollte er auflegen? Ich glaube, der letzte Pass war ein bisschen ungenau. Der gelingt bei Rapid noch nicht. Ja, es war sehr schwer. Also, der Gartler hat schon so Tore gemacht. Also man kann auch Tore machen, aber da muss alles stimmen. Wieder nochmal bei den heutigen Platzverhältnissen doppelt so schwer. Der Pass war nicht ganz genau, er war schon nach hinten. Und es wäre eine wunderbare Kür gewesen, wenn der Gartler da ein Tor gemacht hätte. Das war sehr schwer. Adenuhi, der hat am Samstag getroffen, heute hat er noch nicht getroffen. Er war eineinhalb Mal recht nah dran, 14. Minute. Und schon wieder war in diese Aktion Mekki Katzer involviert, nämlich per Kopfballauflage auf Adenuhi, der bringt aber zu wenig Druck hinter den Ball.
Ja, die Flanke ist gut, Katzer steigt hoch, bringt den Ball zur Mitte und der Nuir macht zu wenig daraus. Ich glaube, er ist ein bisschen überrascht, aber er schaut in die Richtung und wenn er den Ball viel stärker trifft mit dem Kopf ins andere Eck, hätte es können ein Tor sein, also es hätte fast ein Tor sein müssen. Er war ein wenig überrascht. Immerhin haben wir jeweils einen Stürmer bei Rapid gesehen in Aktion. Wie gefällt Ihnen allgemein die Offensivarbeit in Grün-Weiß, die heute rot-blau ist? Zu wenig, denn bis auf ein, zwei Kopfbälle war noch nicht sehr viel drin. Rapid muss etwas mehr tun, Mattersburg mehr unter Druck setzen, dann könnte auch ein Tor fallen. Nur einmal muss man sagen, und das muss man ganz klar sagen, es ist sehr schwer zu spielen. Es ist auch sehr schwer im Sturm auszuspielen. Man muss die Pässe heute ganz genau anbringen und da. Und dann besteht die Gefahr, dass ganz einfach ein Spieler am Stand noch ausrutscht. Also es ist heute doch extrem schwierig für beide Mannschaften. Mattersburg hat Rapid jedenfalls einmal ordentlich unter Druck gesetzt. Ilchan Amoski hat Rapid ordentlich unter Druck gesetzt. 33. Minute nach einer Farkas-Ecke. Bürger auf Namoski und der zu dem Zeitpunkt, wo er eigentlich nicht mehr auf dem Feld hätte stehen dürfen. Ja, es ist fast dieselbe. Fast dieselbe Aktion wie bei Rapid. Eine Kopfballvorlage von etwas weiter hinten. Und der Namoski steht ideal. Sieht auch den Ball, glaube ich, ist nicht so überrascht, wie das der Nuir war. Und kämpft den Ball drüber. Also wenn er den Ball ein bisschen drückt, hätte er über den Helge Bay unter die Latten einen Kopfhörer machen können. Ilchan Amoski, der hat im ganzen Jahr 2010 nicht getroffen. Jetzt ist er wieder dabei. Wir haben den Ellbogencheck gesehen. Wir haben auch Aktionen von ihm gesehen. Ist im Mattersburg-Spiel einfach mit Amoski mehr los in jeder Beziehung? Naja, wenn er gut ist, wenn er trippelt, wenn er seine Aktionen setzt, wenn er die Doppelpässe spielt, wenn er torgefährlich ist, dann ist er natürlich für die Mattersburger, glaube ich, ist Namoske ein extrem wichtiger Spieler, sonst wäre er schon lange nicht mehr hier. Weil was sich der geleistet hat, das können andere Spieler sich bei einem anderen Verein nicht einmal die Hälfte leisten. Also man weiß in Mattersburg, was man an ihm hat. Und er sollte seine positiven Dinge ausspielen. Er kann auch im Spiel frech sein und sich von den Gegenspielern nichts gefallen lassen. Das ist alles in Ordnung. Nur solche Aktionen, die er immer wieder setzt, die so offensichtlich sind, sind unnötig. Und die Schwächen, im Endeffekt haben sie immer seine Mannschaft, wenn er das getan hat, geschwächt. Nochmal, wie schon gesagt, er ist ein guter Fußballer und er kann Mattersburg durch seine technischen Fähigkeiten, durch seine Spielübersicht helfen. Mit den anderen Aktionen schadet er der Mannschaft. Diese Zeiten der Blödheit, die sind bei René Gartl eigentlich schon längst vorbei. Der wird und wird immer mehr zum Vollprofi und er hatte auch in den ersten 45 Minuten die beste Chance für den SK Rapid und zwar auf dem Kopf. Minute 37, eine von Hans Krankl erwähnten Aktionen Rapid, zu wenig, ein paar Kopfbälle waren halt dabei, aber das war die beste Chance. Ja, es ist wie zu wenig Chancen, ist auch der Kopfball zu wenig. Die Flanke von Hoffmann ist sehr gut und der Gartler köpft viel zu leicht und muss den Ball viel weiter setzen. Also, zu wenig. Kopfball-Tor-Rapid. Mir fällt immer noch dieser Stefan Meyerhofer ein. Der hat übrigens das 1:0 zum Halbzeitstand für Duisburg gegen Cottbus erzielt. Wohl per Kopf im deutschen Pokal-Halbfinale. Eine Szene noch aus der ersten Spielhälfte. Gelb oder Rot, habe ich Hans Krankl einmal gefragt bei der Namoski-Aktion. Ich tue das jetzt nochmals und sage abermals dazu, der Schiedsrichter Bernhard Brucker hat Gelb gezeigt in der Aktion Markus Schmidt gegen Tanju Kayhan, Mitte der ersten Hälfte. Wie schaut das Expertenurteil des Hans Krankl aus? Kayhan kommt an den Ball und wird dann von selben genommen, auch von den Beinen und das Ganze von Markus Schmidt. Ich möchte mir das Ganze noch mit der Zeitlupe anschauen. Ja, es ist dunkelgelb. Alles gegeben hat auch bei einem Eckball heute und damit retour zur Partie Mattersburg gegen Rapid. Ilchan Namoski rausgekommen. Ist nicht allzu viel dabei, außer Häme von den Rapid-Fans. Wir brauchen gar nicht über die Verhältnisse sprechen. Wir genießen und schweigen am besten. Oder kann Krankl zu so etwas nicht schweigen? Nein, das ist lustig, aber es ist nicht so lustig. Es zeigt das, was wir gesagt haben, was auch der Drucker gesagt hat. Also die Platzverhältnisse sind heute extrem schwer. Man sieht, wenn ein Spieler ausrutscht beim Cornerschießen. Mattersburg gegen Rapid nach 45 Minuten 0:0. Beide Mannschaften kommen unverändert aus der Kabine. Wir hoffen doch, dass sich am Spiel
etwas ändert. Wir wollen Tore sehen. Eines ändert sich mit Sicherheit nicht und das sind die Platzverhältnisse hier im Pappelstadion in Mattersburg. Und die sind alles andere als einfach. Der Obmann des SV Mattersburg, der ehemalige Bundesliga-Präsident Martin Bucher, ist offenkundig zufrieden mit diesem Zwischenstand. Das wird auch sein Trainer sein, Franz Lederer. Peter Backhold auf der anderen Seite wird wohl mit einem Punkt hier in Mattersburg ganz und gar nicht zufrieden sein. Ilcan Amoski und Bernhard Brugger, der mazedonische Nationalspieler, möchte da offensichtlich den Ellbogencheck, den er sich geleistet hat, gegen Ron Waldzuma noch einmal mit dem Salzburger Unparteiischen besprechen, würde ich an seiner Stelle nicht tun. Er kommt zurück, auch wenn er angeschlagen war gegen Ende der ersten Spielhälfte. Ilcan Namoski. Hoffentlich konzentriert er sich jetzt aufs Fußballspielen. Rein in die zweiten 45 Minuten. Der SV Mattersburg nun von links nach rechts. Und der erste Ballkontakt für Helge Peyer nach dem Seitenwechsel, der immer wieder versucht hat, auch vor der Pause, das Spiel der Rapidler zu beschleunigen. Mit schnellen Auswürfen, mit weiten Ausschüssen. Mit etwas Verspätung ist jetzt auch der längst dienende Trainer der Tipp 3 Bundesliga zurückgekehrt. Bürger. Sonnleitner. Hofmann, kein Foul. Entscheidet Schiedsrichter Brugger von Panhoff. Amoski mit der Hand am Ball. Ja. Diese Bälle sind irrsinnig schwierig zu verwerten für die Stürmer. Wenn sie flach gespielt werden, der Stürmer steht mit dem Rücken, hat meistens einen Verteidiger ganz nah an ihm picken. Gattler versucht dann immer weiter zu scherzeln, aber auch das ist nicht einfach auf diesem Boden. Die Mattersburger haben da sehr oft in der ersten Spielhälfte versucht, das Mittelfeld zu überbrücken mit hohen, mit weiten Bällen. Die sind allerdings auch sehr selten angekommen. Bürger gegen Katzer. Fakas. Dem ist es ein, zweimal gelungen, seine Schnelligkeit auszuspielen. Da kommt der Pass auf Namoski etwas zu spät, der ist im Abseits. Missverständnis mit Hofmann. Wieder Handspiel, diesmal von Patrick Bürger. Das war der beste Saisontorschütze des SV Mattersburg mit 8 Saisontreffern, hat aber auch schon länger nicht mehr getroffen. Seine letzten beiden Treffer erzielte er am 13. November hier im Pappelstadion gegen Rapid beim 2:2. Seidel setzt sich durch gegen Suma und der begeht dann dieses Foul und muss jetzt auch gelb sehen.
knapp außerhalb des Strafraums, das Foul des Norwegers. Ranwald Zummer, der erste Rapidler am heutigen Abend, mit Gelb bedacht, neben Ate Nuhio, der ja wegen Kritik auch Gelb gesehen hat vor der Pause. Zummer hat sich diese gelbe Karte redlich verdient. Es war aber auch, nachdem er den Zweikampf verloren hat, aus seiner Sicht ein Foul, das er machen muss. Versucht der Bürger den Weg frei zu boxen. Und jetzt sorgt Cicita Brugger mal für Ruhe hier. Der Bürger startet Namoski und dann kommt er beinahe zum Kopfball. War aber Alexander Pöllhuber, der aufgerückte Innenverteidiger. Gute Möglichkeit für den SV Mattersburg. Die beste Chance nach der Pause. Und wieder einmal ein Kopfball. Also Kopfbälle heute offensichtlich das Mittel, um zum Erfolg zu kommen. Noch fehlt die Exaktheit. Hohe Bälle rein in den Strafraum und dann per Kopf abschließen. Das ist auf so einem Untergrund einfach ein erfolgsversprechendes Mittel. Namoski gegen Häkkinen. Wert zum Clinch mit Kai an. Wilczan Amoski hat da einen Ballbuben umgelaufen, entschuldigt sich sofort, da kann er natürlich überhaupt nichts dafür hier. Kann einfach nicht mehr bremsen. Kümmert sich dann aber liebevoll um ihn. Und dann der Schuss von Yasin Pelivan, den Tomas Boranic gerade noch zum Eckball abwehren kann. Erste gute Offensivaktion Rapids in Hälfte 2. Mikval Kavlak. Pelivan. Gefault von Bürger oder doch nicht? Kein Foul, entscheidet Schiedsrichter Brugger. Bürger sehr ungestüm mit den Händen. Pelivan fällt da natürlich sehr leicht, als er erkennt, dass er den Ball nicht mehr erreicht. Hier noch einmal der Schuss von Yasin Pelivan aus gut 25 Metern. Aus der Perspektive von Helge Peyer. Namoski setzt sich durch, aber der Ball war über der Linie, das Spiel ist unterbrochen. Sonnleitner hat da gezögert. Aber hier ganz deutlich zu sehen, deutlich zur Gänze über der Linie, richtige Entscheidung.
Weil er hat attackiert von Pellewan. Und das Foul von Katza. Und jetzt regt sich Franz Lehrer zum ersten Mal so richtig auf. Für Markus Katza gibt es jetzt die dritte gelbe Karte in dieser Saison. Für Rapid die dritte gelbe am heutigen Abend. Zunächst schon der harte Einstieg von Pelivan gegen Höller und dann hier griechisch-römisch Katza gegen Höller. Also weil Höller behandelt wird, nimmt jetzt Fakasch seine Defensivaufgaben wahr. Obwohl Mattersburg im Ballbesitz ist. Freistoß durch Ilcan Amoski. Schuss von Mertz, trifft der Schmidt. Alles Höller wieder retour, die Mattersburger wieder komplett. Und Fakasch orientiert sich wieder Richtung Mittelfeld. Also Rapid schafft es jetzt nicht, nach der Pause wirklich in Tritt zu kommen. Vor der Pause Rapid deutlich mehr im Ballbesitz. Das ist jetzt nicht mehr so. Die einzige gefährliche Aktion war der Weitschuss von Yasin Pelivan. Über die Flanken geht bei Rapid jetzt überhaupt nichts in Hälfte 2. Bürger setzt sich energisch durch gegen Katza. Die Pässe, die müssen auf so einem Untergrund einfach exakt kommen. So, also Peter Backhult offensichtlich auch nicht zufrieden mit dem, was Rapid nach dem Seitenwechsel zeigt. Er wird in Kürze einen Doppeltausch vornehmen. Bringt Boris Prokopitz und Christopher Drazza. Es geht Yasin Pelivan raus. Und auch Steffen Hofmann, der Kapitän, verlässt das Spielfeld. Der ist etwas überrascht, gibt die Kapitänsbinde an Markus Häkkinen weiter. Steffen Hofmann noch nicht fit für 90 Minuten, offensichtlich nach Meinung des Rapid-Trainers auf diesem Untergrund. Das für ihn natürlich auch irrsinnig schwierig nach so langer Verletzungspause. Namoski, guter Antritt. Da ist Zeidel, der zieht ab mit links und Helge Peyer bewahrt Rapid vor dem Gegentreffer. Zeidel mit seinem Schwächeren, mit dem linken Fuß nach guter Vorarbeit von Namoski. Sonnleitner kommt raus aus der Viererkette, kommt zu spät und Helge Peyer wehrt den Ball zur Ecke ab. Der war auch abgefälscht, dieser Schuss. Deshalb auch sehr schwierig zu halten für den Rapid-Goalie. Siebenter Eckball Mattersburg, Namoski. Im Zusammenspiel mit Höller. Gattler mit dem Ball nach vorne, da ist aber keiner, wenn er sich vor dem eigenen Strafraum aufhält. Kein Abseits Bürger. So, wie schaut das bei Rapid jetzt auch nach den Einwechslungen von Drazan und Prokopitz? Drazan natürlich linksoffensiv im Mittelfeld. Das bedeutet, Kavlak geht rüber auf die andere Seite, übernimmt die Position von Hofmann und Prokopitz im zentralen Mittelfeld. An der Seite von Häkkinen oder eher vor Häkkinen. Prokopitz natürlich der offensivere Typ im Vergleich
zu Pelivan, der spielerische Typ. Merz schießt da den eigenen Mitspieler Ichanomoski, kurz K.O. Helge Beyer schießt den Ball nicht ins Aus, sondern in die gegnerische Hälfte. Entschuldigt sich sofort dafür, hat nicht gesehen, dass Namoski da K.O. ging. Noch einmal der Schuss von Seidel, der abgefälscht wird von Tanju Kayan. Also Mattersburg in der ersten Viertelstunde nach dem Seitenwechsel torgefährlicher als Rapid. Laut Sky-Statistik gewinnen die Mattersburger jetzt auch im Gegensatz zur ersten Spielhälfte mehr Zweikämpfe als Rapid. Dürfte die Kabinenansprache von Franz Lederer Früchte getragen haben. Mäkinen, aber da ist kein Rapidler. Die beiden Stürmer der Rapidler, Gartler und Nuio, hängen da vorne völlig in der Luft, bekommen jetzt nach dem Seitenwechsel überhaupt keine brauchbaren Bälle. Prokopitz hält dann am Oski. Freistoß Mattersbeck. Der Oski dreht da schon ab, bevor der Schiedsrichter pfeift. Ilsanka auf Merz. Seidel. Und dann der Schuss von Ilchanomoski entscheidet sich doch für die Flanke. Höller stark gegen Prokopitz. Tatsa kann die Flanke nicht verhindern und da ist der Führungstreffer für die Mattersburger durch Alexander Pöllhuber. 63. Spielminute. Mattersburg führt. Pass von Mörz auf Höller, der setzt sich durch gegen Prokopitz. Flankt, bevor Katzer eingreifen kann, über Beyer hinweg und Pöllhuber räumt da auch Kayan etwas aus dem Weg. Nah dran am Foul, die Aktion von Alexander Pöllhuber. Für Schiedsrichter Bruckert ist das alles regelkonform. Zweiter Saisontreffer, fünftes Bundesligator von Alexander Pöllhuber in seinem 99. Spiel. Der Treffer zählt, aber die Aktion von Pöllhuber war nah dran an einem Foul. Ein Disput zwischen Stefan Ilsanker und Christopher Drazza. Und das ist das erste Tor in diesem Spiel. Per Kopf fällt, das ist alles andere als ein Zufall. So, und jetzt ist die Not groß bei Rapid, auch bei Peter Bakult, jetzt bringt er sogar Hamdi Salihi.
So, noch einmal die Aktion. Pöllhuber gegen Kai Hahn. Da schiebt er mit dem Ellbogen, aber da geht er einfach auch energischer in diesen Ball hinein. Da spielt er natürlich seinen Größenvorteil aus. Mattersburg führt mit 1:0 und der Treffer zählt. René Gattler geht raus in Minute 65 und jetzt kommt Hamdi Salihi. Kein Rapidler erzielte so viele Saisontore wie er, 10. Kein Rapidstürmer braucht so wenige Minuten für ein Tor. Salihi trifft alle 130 Minuten und kein Rapidstürmer braucht so wenige Torschüsse für ein Tor. 4,8 im Schnitt. Trotzdem, kein Rapidstürmer hat so schlechte Karten beim Rapid-Trainer. Und vielleicht trifft er heute auch gegen Mattersburg. Denn in 14 Bundesligaspielen gegen die Burgenländer hat Hamdi Salihi 13 Tore erzielt. Salihi jetzt an der Seite seines Freundes Ate Nuhiu. Noch 25 Minuten plus Nachspielzeit. Hat Rapid hier Zeit, um zumindest einen Punkt zu holen. Rapid hat vor allem vor der Pause sehr geduldig gespielt. Phasenweise für meinen Geschmack viel zu geduldig. Geduld ist jetzt nicht mehr angebracht. Jetzt muss endlich einmal in Sachen Offensive etwas passieren. Flanken geht noch nichts bei Rapid. Also dieser Doppeltausch hat auch noch nicht viel gebracht. Seidel gegen Kaya. Namoski. Vorbei an Zuma, immer noch Ilja Namoski. Vorbei an Sonnleitner, vorbei an Kajan und dann scheitert er an Helge Payer. Unglaublich starkes Solo von Ilja Namoski. Was der fußballerisch drauf hat, hat er in dieser Szene wieder einmal unter Beweis gestellt. Exzellenter Fußballer, der auch auf diesem glitschigen Boden sein Können zeigen kann. Flanke Drahtzahn. Sonnleiten auf Kajan. Pöllhuber klärt per Kopf. Muss es den Rapidlern einmal gelingen, sich festzusetzen in der Hälfte der Mattersburger. Drahtzahn gegen Höller. Schuss mit rechts zu schwach. Kein Fall von Drahtzahn, gibt Einwurf für Rapid. Ein Fall von Nuhio an Mörz dabei, deshalb die Partie unterbrochen. Ilja Namoski, sehr stark. Da tanzt der Vierer-Pitler aus. Scheitert dann an Helge Payer. Und das war bereits der fünfte Torschuss der Mattersburger nach dem Seitenwechsel. Rapid hat erst dreimal Richtung SVM-Tor geschossen. Unter diesem Gesichtspunkt die Führung für die Burgenländer nicht unverdient. Also in der ersten Spielhälfte war Rapid besser als Mattersburg. Nach dem Seitenwechsel ist Mattersburg bisher klar das bessere Team.
souverän von Suma. Hikkinen. Prokopitz. Prokopitz, Nuhiu. Rechts kommt Kajan mit. Ja, Nuhiu spielt den Ball zwischen Kavlak und Kajan hindurch. Gerade auf so einem Untergrund müssen die Pässe, unser Experte Hans Krankl hat das ja in der Pause auch gesagt, exakt gespielt werden. Seidel im Laufduell mit Sonnleitner. Kavlak gegen Schmidt. Einwurf Rapid. Im Augenblick Mattersburg 9 Punkte vor dem LASK, der morgen gegen Wiener Neustadt nachlegen muss beim Debüt von Walter Schachner auf der Linzer Betreuerbank. Für Rapid wäre eine Niederlage heute hier in Mattersburg vielleicht sogar mehr als ein herber Rückschlag im Kampf um den Titel. Vor den wichtigen Spielen gegen Ried am Sonntag zu Hause im Hanapi-Stadion und dem Wiener Derby dann bei der Austria. Vor Drahtzahn. Ein ums andere Mal die Mattersburger einen Schritt schneller als die Rapidler. Sie gewinnen nach wie vor nach dem Seitenwechsel mehr Zweikämpfe als die Rapidler. Namoski, gefault von Ekinen. Also wenn er den Ball am Fuß hat, dann ist er ganz schwer von selbigem zu trennen. Exzellenter Fußballer, dieser Ilja Namoski, sei einmal noch daran erinnert, dass er aber eigentlich nicht mehr spielen dürfte. Nach seinem Ellbogencheck gegen Ranwald Zuma in Hüfte 1 hätte er sich die rote Karte verdient. Namoski. Wieder enorm stark. Der Schuss von Patrick Fakasch, der jetzt die Position mit Michael Mörz getauscht hat. Janomoski zieht da immer 2-3 Gegenspieler auf sich und dann ist der Raum da für andere Mattersburger. Ja, Michael Mörz wurde da ordentlich in die Zange genommen von Nuhiu und Prokopitz. Sehr ungestüm. Hier Patrick Bürger. Gegen Ilsanker, Eckball Rapid. Also vielleicht geht
nach einer Standardsituation was bei den Hütteldorfern. Willi Kavlak. Vierter Corner Rapid. Im Vergleich, es gibt bereits 6 Corner der Burgenländer am heutigen Abend. Und da ist der Schuss von Boris Prokopitz, der beinahe aus dem Stadion rausfliegt. Rapid hat im Moment 7 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Austria. 6 Punkte Rückstand auf den zweiten Sturm, auf den dritten Ried. Da könnte auch die Tuchfühlung zu den internationalen Plätzen in dieser Woche verloren gehen. Gegen Mörz. Sondleitner. Kavlak. Das Flügelspiel. Bei Rapid funktioniert überhaupt nicht und die Rapid-Fans sorgen für diese Spielunterbrechung. Also nicht nur die Mattersburger stören den Spielfluss der Rapidler, sondern auch die eigenen Fans. Hilfe von den Rängen, Support, der ja in Hütteldorf so hoch gehalten wird, sieht ganz anders aus. Da ist der Ball schon wieder weg. Bürger. Also momentan hat der SV Mattersburg, und das gilt bereits für die gesamte zweite Spielhälfte, diese Partie einfach im Griff. Bürger auf Namoski. Foul von Namoski an Prokopitz. Wieder Abspielfehler. Dann ist natürlich immer wieder Kraftanstrengung notwendig, um den Ball wieder zurückzuerobern. Also da hat Lea Höller bei Drazan eingehakt als umgekehrt. Schütze der Brugge entscheidet trotzdem auf Foul für Mattersburg. Ilcan Amoski von Krämpfen geplagt. 78 Minuten mittlerweile vorbei. Peter Backhult hat bereits 3-mal gewechselt, sein Austauschkontingent also ausgeschöpft. Sein Gegenüber Franz Lederer hat noch nicht gewechselt. Aber ich denke, jetzt wird es gleich soweit sein, ja. Thomas Salomon wird in Kürze kommen, wohl anstelle von Ilcan Amoski, der mit seinen Kräften am Ende ist. War ja einmal mehr in der Vorbereitungszeit nicht immer ganz fit, um das komplette Programm mitzumachen. Namoski raus, Salomon rein. Salomon übernimmt auch die Position von Namoski zentral hinter der einzigen Spitze Bürger. Kajan, wo
wurde da kurz von Farkas noch attackiert. Schiedsrichter Brugger hat es gesehen. Bin neugierig, ob er auch reagiert bei der nächsten Spielunterbrechung. Macht er nicht. Noch 10 Minuten plus Nachspielzeit. Von 3 Punkten hier in Mattersburg ist Rapid Lichtjahre entfernt. Vom Meistertitel auch. Belhuber gegen Nohio. Prokopitz. Kavlak, rechts geht Kajan. Was bleibt dabei? Die Hintermannschaft der Mattersburger gut organisiert. Das Fehlen der beiden Innenverteidiger, Malic und Krapal, vor allem in Spielhälfte 2 überhaupt nicht zu bemerken. Ilsank und Peluba machen dahinter einen sehr, sehr starken Job. Rutscht aus. Hätte sich hier allerdings auch gegen 3 Mattersburger durchsetzen müssen. Seit 5 Spielen hat der SV Mattersburg gegen Rapid nicht mehr gewonnen. Heute sind die Burgenländer knapp dran. Das waren sie auch schon im November. Da führten sie noch in der Nachspielzeit, kassierten dann aber noch den Ausgleich zum 2:2. Kajan hat da ganz deutlich gestoßen. Auf ihn zusammenspielen mit Schmidt. Salamo. Also in der sogenannten Rapid-Viertelstunde ist nicht allzu viel los. Den letzten Torschuss Rapids haben wir von 8 Minuten gesehen, den letzten der Mattersburger vor 10 Minuten. Aber die führen ja mit 1:0 durch den Treffer von Alexander Pölluber. Foul von Kavlak, keine Diskussion. Kann nur Freistoß für den SV Mattersburg geben, was sonst. Freistoß Seidel. Schmidt etwas zu klein, aber beinahe wäre da noch Ivan Parlov an den Ball gekommen, der 26-jährige kroatische Mittelfeldspieler.
Weilhuber gegen Salih. Bilsanka attackiert von Nuhio. Nuhio und Gattler konnten sich vor der Pause einige Male durchsetzen gegen die Mattersburger Verteidiger. Nach der Pause gelingt das keinem Rapidstürmer, ganz egal ob er Nuhio, Gattler oder Salihi heißt. Ein Grund dafür natürlich, dass die Stürmer überhaupt nicht gefüttert werden mit Flanken. Drazan, jetzt auch schon eine halbe Stunde im Spiel, hat erst eine Flanke geschlagen und die kam zu einem Mattersburger. Und über rechts funktioniert sowieso überhaupt nichts bei Rapid nach dem Seitenwechsel. Freistoß Kavlak. Jetzt hat der Kapitän nicht mehr dabei, ist bei Rapid. Scheint auch irgendwie die Ordnung im Offensivspiel vollends verloren gegangen zu sein. Steffen Hofmann, sehen an sich, hatte vor der Pause jedoch die ein oder andere gute Aktion aus dem Spiel heraus. Und hat natürlich auch zwei, drei gefährliche Freistöße getreten. Nuhi will einen Foul von Pölluber gesehen haben. Und Zuma zeigt an, das Spiel sollte jetzt unterbrochen werden. Angeschlagen ist der Patrick Bürger. Der bekommt da den rechten Ellbogen von Ranval Zuma zu spüren. Aber im Gegensatz zur Aktion von Namoski in Spielhälfte 1 war das ein normales Kopfballduell. Da gehen beide in die Luft, da versuchen einfach beide den Ball zu erwischen. Zuma war da einfach eine Etage höher. Also jetzt können die Rapidler nur hoffen, dass morgen die Austria und Sturm unentschieden spielen, dass Ried vielleicht nicht vollpunktet im Heimspiel gegen Innsbruck, dass Salzburg in Kapfenberg nicht gewinnt. Gut, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber da ist viel Hoffnung nötig, um noch auf ein gutes Frühjahr der Rapidler zu hoffen. Einmal in dieser Saison hat der SV Mattersburg erst ein Heimspiel gewonnen. Das war gegen den Meister, gegen Salzburg. Das war am 28. August. 8 Heimspiele sind die Burgenländer jetzt schon sieglos. Gegen Rapid waren sie im November ganz knapp dran. Heute könnte es funktionieren. Also die Mattersburger sind mit diesem glitschigen Untergrund, zumindest nach dem Seitenwechsel, wesentlich besser zurechtgekommen. Vielleicht auch, weil sie versucht haben, schnörkelloser, einfacher Fußball zu spielen. Bei Rapid fehlte meist der Nachdruck, sehr oft fehlten einfach auch die Ideen im Spiel der Mannschaft von Peter Parkholt. Aber noch ist diese Partie nicht zu Ende. Es läuft
die 90. Minute. Und so wie es aussieht, wird es 4 Minuten drauf geben. Noch in der offiziellen Spielzeit dieser Freistoß. Und der wird beinahe zu einem Konter für die Mattersburger. Also das hat nicht nur alles mit dem Untergrund zu tun. Da fehlt auch die Konzentration in vielen Situationen. Michael Mörz verletzt auf dem Boden. Ja, Tanju Gayan. Normaler Zweikampf mit Mörz. Das war eher ein Foul von Mörz als von Gayan. Dass Kavlan hier ausrutscht, ist bitter, aber auch irgendwie bezeichnend für diesen Abend der Rapidler hier in Mattersburg. So, und aufgrund dieser Unterbrechung gibt es jetzt noch 1 Minute drauf. Der vierte Offizielle Michael Schmidt hat eben 5 Minuten Nachspielzeit angezeigt. Die Uhr läuft gegen Rapid. ...5200 Zuschauer im Pappelstadion gegen Rapid. So wenige waren es noch nie. Aber es ist bitterkalt. Minusrekord gegen Rapid, bisher 9700 hier. Die meisten 17000 im Jahr 2004. Flanke Kajan, abgeblockt. Es bleibt dabei. Die Rapidler bringen über rechts einfach nichts zustande in dieser zweiten Spielhälfte. Das war schon so, als Hofmann noch im Spiel war. Das war nur in der ersten Spielhälfte anders. Also das hängt nicht nur mit dem Rapid-Kapitän zusammen. Das liegt vor allem auch daran, dass Kajan da offensiv noch viel Luft nach oben hat. Zuma, hoch und weit nach vorne. Pöllhuber gewinnt das Kopfballduell mit Nuhiu, wie so oft. Sonnleitner, noch 3 Minuten. Drahtzahl. Wieder schafft er es nicht zu flanken. Dauert einfach zu lange, auch bis er den Ball unter Kontrolle hat. Die Platzverhältnisse ist sicher kein Vorteil für Rapid, aber das darf keine Ausrede sein. Die Bodenverhältnisse für beide Teams gleich. Sonnleitner. Wieder gewinnt Pöllhuber ein Kopfballduell. Foul von Häkkinen, geht dann mit gestrecktem Bein in diesen Zweikampf. Noch 2 Minuten. Also die erste Spielhälfte von Rapid war im Großen und Ganzen in Ordnung, nicht überragend. Aber da waren Torchancen da, da wurde mit Nachdruck Fußball gespielt. Aber das Auftreten nach dem Seitenwechsel war einfach nur enttäuschend. Auch wenn Rapid jetzt noch der Ausgleich gelingen sollte. In der zweiten Spielhälfte gab es keine einzige herausgespielte Torchance von Rapid. Kaya. Auf Salih. Ilsanker bei ihm. Prokopitz, keine Anspiel, Spiel läuft weiter. Ilsanker und Höller. Letzte Minute der Nachspielzeit. Noch ein paar Sekunden hat Rapid hier Zeit, um vielleicht doch noch den Ausgleich zu schaffen. Um zumindest einen Punkt zu machen.
Aber auch der wäre zu wenig für die Ansprüche des Rekordmeisters. Katza auf Kavlak. Häkkinen. Aber offensiv läuft bei Rapid einfach überhaupt nichts. Es war ein Foul von Häkkinen, deshalb gibt es den Freischuss für Mattersburg und ich denke, das war's jetzt. Nach dem Meister schlägt der SV Mattersburg auch den Rekordmeister hier im Pappelstadion. Zweiter Saisonheimsieg für den SV Mattersburg. 1:0 gegen Rapid durch den Treffer von Alexander Pölluber. Thomas Borenitsch hatte in der ersten Spielhälfte einige Bälle zu halten. Nach dem Seitenwechsel hatte er einen sehr ruhigen Abend. Für Rapid ist das eine sehr bittere Niederlage. Nach dem Heimsieg gegen Kapfenberg am Samstag gab es Aufbruchstimmung beim SK Rapid. Aber durch diesen Treffer von Alexander Pölluber, der sich hier sehr energisch gegen Kajan durchsetzt und zum 1:0 trifft, gewinnt der SV Mattersburg gegen Rapid. Ich denke, auch wenn man die Leistung der Rapidler über 90 Minuten bewertet, braucht vom Meistertitel in Hütteldorf überhaupt niemand mehr zu reden. Er schon gar nicht. Die erste Hälfte war in Ordnung. Die zweite Spielhälfte, die war, was das Offensivspiel vor allem betrifft, eine einzige Katastrophe. Und einige Rapid-Fans machen ihrem Unmut jetzt auch Luft, während der SV Mattersburg hier feiert. Zum ersten Mal seit 10 Spielen in der Bundesliga bleibt der SV Mattersburg gegen Rapid ohne Gegentreffer. Franz Lederer freut sich über den ersten Heimsieg im Jahr 2011, den zweiten Saisonheimsieg. Und aufgrund der zweiten Spielhälfte, in der die Mattersburger deutlich mehr Zweikämpfe gewonnen haben, ist der Sieg aus meiner Sicht auch verdient. Man muss über einige Situationen diskutieren. Vor der Pause Ilcan Amoski, Tätigkeit aus meiner Sicht gegen Summer, hätte rot sehen müssen. Beim Tor hat sich Pölluber sehr energisch eingesetzt und jetzt stürmen hier die Rapid-Fans den Rasen, während sie hier die Mattersburger noch sehen. Die sogenannten Fans machen ihrem Unmut hier Luft, aber die Ordner können überhaupt nichts für die Leistung der Rapidler. Mario Sonnleitner ist der Erste, der sich jetzt stellt den Fragen von Elisabeth Gammhoff. Ja, eigentlich wollte man so viele Punkte wie möglich sammeln heute, auch wenn es geht, 3. Warum ist es gar keiner geworden? Ja, das war heute kein gutes Spiel von uns. Es war sehr schwierig, aus diesen Bedingungen zu spielen, aber es gilt natürlich für beide Mannschaften. Wir haben versucht, das Spiel zu gewinnen, haben erste Halbzeit, glaube ich, 2, 3 gute Chancen gehabt, aber wir haben es heute nicht zustande gebracht, zu siegen. Ja, die Chancen waren da, vor allem in der ersten Spielhälfte. Was ist dann passiert? Was war in der zweiten? Ja, man muss halt versuchen, auf diesem Boden ein Tor zu schießen, dann wird es einfacher. Es waren nicht so ungefähr reguläre Bedingungen, waren sicher nicht. Und zweite Halbzeit sind wir ein bisschen unter Druck gekommen. Aber es ist eher ein Zufallsprodukt, als dass irgendwie was zustande kommt. Auch schade, dass man diese Chance in der ersten Spielhälfte nicht genützt hat, nicht den Druck noch mehr aufbauen hat können? Ja, das ist, man glaube, man hat es gesehen, jeder Ball, der ein bisschen in eine andere Richtung kommt, da kann man sich nicht mehr bewegen. Und das, ich verstehe es nicht ganz, wieso man das anpfeift. Sicher ist es für beide Mannschaften gleich, aber trotzdem. In keiner Landesliga wird das Spiel anpfiffen und wir würden das durchzwicken. Ich verstehe nicht, wieso, aber natürlich hat Mattersburg gewonnen und wir werden nicht jammern dadurch. Ja, darf man das als Ausrede hernehmen heute bei dieser Leistung? Nein, das ist keine Ausrede. Es ist einfach Fakt, dass der Boden gefroren ist und man kann nicht mit Gummler spielen, nicht mit Stollen. Es kommen sehr viele Zufallsaktionen raus und das ist natürlich auch für eine spielerisch starke Mannschaft schwieriger. Es war doch Aufbruchstimmung zu spüren, vor allem nach dem Sieg gegen Kapfenberg zu Hause in Hütteldorf. Was ist jetzt? Die Enttäuschung groß? Wie groß ist der Dämpfer?
natürlich ist die Enttäuschung groß, weil wir wollten da unbedingt 3 Punkte holen, um nach vorne zu kommen. Wir müssen uns jetzt auf uns konzentrieren, wir dürfen nicht nach oben schauen, wir müssen schauen, dass wir unsere Spiele versuchen zu gewinnen. Ja, und dann wird man sehen, wo wir am Ende der Saison stehen. Ja, wie groß ist die Hoffnung noch um den Titelkampf oder geht es jetzt nur mehr um die internationalen Startplätze? Wir müssen schauen, von Spiel zu Spiel schauen. Wir können jetzt nicht auf einen Titel schauen, wir haben zu viele Punkte Rückstand. Wir müssen schauen, auf uns konzentrieren, unsere Stärken wieder mobilisieren und versuchen, jedes Spiel zu gewinnen. Danke. Ja, und heute war es schon nach 56 Minuten soweit. Naja, man muss mehr kommunizieren, aber vielleicht weniger reden. Steffen Hoffmann und Peter Barkholt in einem kurzen Zwiegespräch nach der Auswechslung des Kapitäns. Wie viel Gesprächsbedarf, Hans Krankl, nach dieser Partie gibt es beim SK Rapid? Ja, einiges, glaube ich. Die erste Hälfte war, wie schon gesagt wurde, in Ordnung für den Boden, Einsatz, ein paar Chancen. Die zweite Hälfte von Rapid war grauenhaft. Ich habe in keiner Phase gesehen, den Willen, dieses Spiel zu gewinnen. Und man muss sagen, dass Mattersburg zweite Hälfte die bessere Mannschaft war und schlussendlich mit dem Tor dann der verdiente Sieger war. Vielleicht auch der Wille, der gefehlt hat, in die Zweikämpfe zu gehen, in die vielleicht entscheidenden Zweikämpfe. Und das war beim Gegentreffer des SK Rapid der Fall. Im Fall von Boris Frankopitz, der hier an der rechten Mattersburger Flanke die Möglichkeit überhaupt erst klar macht für die Rapidler. Alois Höller, der schlagt, hier ist der Zweikampf, tatsächlich die meisten Flanken, die zu Toren führen. Und dieses Tor hat dann durch einen Kopfball von Pöllhober dazu geführt, dass Rapid in einer kleinen Krise ist. Und die Frage über die Verlangsamung des Spiels, Hans Krankl, Pöllhober faul gegen Kajan in Ihren Augen oder nicht? Nein. Der Fehler beginnt hier, dass der Prokopitz nicht dorthin geht und nicht das Foul dort macht, das er machen muss. Dann kommt die Flanke, Katzer kommt spät und der Kajan ist natürlich viel kleiner wie der Pöllhuber und steht sehr schlecht und der Pöllhuber überspringt ihn. Natürlich berührt ihn mit dem Körper, aber ich muss fairerweise wirklich sagen, für mich war das kein Foul. Es ist halt in dieser Situation Pöllhuber gegen Kajan, der ist um 2 Kopf größer und der springt und der Kajan versucht dann halt noch den Körper dazwischen zu bringen. Aber das war kein Foul, das war ein reguläres Tor. Ja, Yasin Pelivan, der hatte die beste Chance des SK Rapid in der zweiten Spielhälfte. Per Weitschuss, den dann Thomas Porinic, Hans Krankl, auch sehr gut entschärft. Der Schlussmann. Ja, das war eigentlich die einzige nennenswerte Chance, obwohl ich so etwas nicht als Chance bezeichne, sondern das war ein sehr schöner Weitschuss, der allerdings tadellos gehalten wurde von Borjanic. Das kann man nicht als Chance bezeichnen, sonst war nichts. Der einzige Torschuss des SK Rapid in der zweiten Hälfte, Borjanic gut gehalten, der Mattersburg Schlussmann, über den spricht man so wenig und so selten, in einer guten Winterform. Das ist gut. Wenn man über einen Tormann selten oder wenig spricht, dann hat er seine Aufgabe, hat nicht viel bekommen, aber die wenigen Aufgaben, die er gehabt, tadellos erledigt, da braucht man nicht viel sprechen. Er hat eine tadellose Leistung geboten. Mehr gibt es nicht dazu zu sagen. Gleiches gilt aber auch für Helge Beier am heutigen Abend. 58. Minute, Beispiel dafür, wie er einen abgefälschten Schuss von Seidel, der sehr, sehr gefährlich war, sehr, sehr gut pariert. Auch Helge Beier ist da als einer der wenigen Rapidler. Ähnlich wie beim Borjanic, auch hier ist der Schuss fast noch schwerer. Denn der Ball wird in der Zeitlupe, wenn man sagen, dass der Ball abgefälscht ist, heute sehr gut. Aber gut, für das steht er drin. Wie wenig haben die Rapid-Einwechselspieler heute gebracht? Drazan ist gekommen, Prokopitz ist gekommen, dann ist Salih auch noch gekommen. Das ist schwierig heute. Heute muss man mit der Kritik bei Austauschspielern ein bisschen vorsichtig sein, denn der Boden spielt eine Rolle, die Kälte spielt eine Rolle. Also diese Austauschspieler, die was ins Spiel kommen, haben es extrem schwer durch den Boden auch heute gehabt. Wenn du mich fragst, haben sie etwas gebracht? Nein. Alle Austauscher haben eigentlich heute gar nichts gebracht. Aber nur einmal, da muss man ein bisschen heute aufpassen, weil heute mit dieser Kälte und mit diesem Boden da noch einmal ins Spiel kommen. Also da hätte es schon Bedarf, also eine Anstrengung von der ganzen Rapid-Mannschaft, die ich zweite Hälfte nicht gesehen habe. Irgendwie hat diese ganze Partie Rapid überhaupt nichts gebracht, außer vielleicht viel Wickel. Zunächst sind ein paar Fans hereingekommen auf das Spielfeld. Jetzt sollen sie draußen den Mannschaftsbus des SK Rapid attackieren. Wir haben
die ersten Impressionen davon, so wie der Fußball in Österreich nicht übertragen werden sollte. Wir haben schon über den Gesprächsbedarf Hans Rangel bei Rapid gesprochen. Es droht Ungemach. Naja, bei Rapid ist man, will man immer alle Spiele gewinnen und das Frühjahr hat nicht so begonnen, wie man sich das vorgestellt hat. Man hat nicht begonnen, aufzuholen, mit Punkten aufzuholen. Jetzt hier die Niederlage in Mattersburg, die sicherlich nicht, sie haben sicherlich nicht damit gerechnet, sondern mit 3 Punkten, um der Spitze etwas näher zu kommen. Also das ist gut, das ist bei Rapid fast ein fast normal, eine völlige Normalität, dass da kocht es. Also, da geht nichts weiter. Ich sehe nichts weitergehen. In Salzburg war das ein Aufflackern, wirklich mit 2 Leuten weniger. Unheimlich gekämpft, unheimlich noch gespielt, unheimlich die Salzburger in Schach gehalten. Gegen Kapfenberg war es ein Sieg, der ein Arbeitssieg war, der sehr spät gewonnen wurde, erst in der 60. Minute mit dem 1:0. War aber schwierig. Die Kapfenberger haben sie verteidigt, sehr, sehr verteidigt. Und Rapid hat sehr, sehr lange gebraucht. Auch da hat man gesehen, dass es nicht so läuft. Aber der Sieg war dann da. Der Sieg war erkämpft, erarbeitet. Und heute muss ich sagen, die erste Hälfte regulär. Auf einem normalen Niveau, nichts Besonderes. Torchancen, die man die eine oder andere machen hätte können. Zweite Hälfte grauenhaft und nicht der Wille zu erkennen, dass ich dieses Spiel noch gewinnen will. Bei keinem Spieler so in die Zweikämpfe gegangen oder Aktionen gezeigt, dass man sagt, okay, wir haben die Chancen gehabt, wir haben sie vergeben, der Torwart hat gut gehalten. Zweite Hälfte war gar nichts, wie wir gesagt haben, bis auf einen Weitschuss vom Pellewan, das ist zu wenig. Die zweite Hälfte für Rapid war katastrophal und Mattersburg war besser, zweite Hälfte, und hat verdient gewonnen. Also damit kann man nicht zufrieden sein. Hans Krankl philosophiert über den SK Rapid und das dauert dann fast so lang wie ein Song von Status Quo. Es kocht bei Rapid, hat er gesagt. Es kocht auf jeden Fall in der Mattersburg-Kabine, wie gesehen. Da laufen schon die Scheiben von innen an. Da gibt man sich den Sieg, wie hat es Franz Lederer gesagt. Da passt dann auch etwas Schönes dazu. Ein wunderschönes Solo von Ilcho Namoski, nämlich wie er 4 defensive Rapidler stehen lässt. Abgesehen vom Ellbogencheck aus der ersten Hälfte, abgesehen davon, dass er das gar nicht mehr machen hätte dürfen. Vielleicht ein Wort zur Leistung von Ilcho Namoski, zu seiner Präsenz. Die Leistung war gut. Sie war nicht sehr gut, aber wenn man daran denkt, dass er lange nicht gespielt hat, war das eine gute Leistung. Und er hat gezeigt, dass er ein sehr guter Fußballer sein kann. Aber er hat wieder das hässliche Gesicht gezeigt. Wenn er Pech hat, sage ich mal, sieht der Schiedsrichter das und zeigt ihm die rote Karte und er ist wieder weg. Gut, vielleicht befasst sich ja noch ein Senat damit, wenn er ganz viel Pech hat. Aber der hat sowieso irgendwie so viel Pech. Heute hat er zumindest mal spielen dürfen. Viel Emotion bei Mattersburg gegen Rapid. Wie sehr passen da die nüchternen Zahlen drauf? Eigentlich gar nicht, aber hier sind sie. Die 23. Runde ist zu 20% gespielt. Mattersburg also mit der ersten Überraschung an diesem Spieltag. Morgen dann Austria gegen Sturm, der große Schlager. Kapfenberg gegen Salzburg, Ried gegen Innsbruck und LASK gegen Wiener Neustadt. In der Tabelle tritt Rapid an der Stelle und eben wie schon erwähnt, Mattersburg quasi 10 Punkte vor dem LASK. 9 Punkte plus 20 Tore.